brennt das Licht. 2, 3, 4. Wir sind ja auf der Einflugschneise nach Oberurselrhein, hier auf dem Hessentag. Wir sind jetzt schon langsam auf dem Endspurt. Wir haben schon den vorletzten Tag und jetzt wollen wir hier beim Frittentoni, wollen wir mal gucken, wie es bei ihm hier so läuft und was hier so los ist und was er so für Eindrücke gewonnen hat jetzt die letzten Tage. Wir gehen jetzt mal rein zum Sascha, der ja eigentlich Sascha heißt, aber unter Frittentoni bekannt ist. Jetzt erzähl uns doch mal, du machst das ja noch nicht immer hier mit der Imbissbude. Was hast du denn vorher gemacht? Also ich habe mal Hotelfachmann gelernt und während meiner Lehre habe ich immer gedacht, was mache ich danach? Hotel fand ich immer klasse, aber irgendwann habe ich gedacht, nee, ich muss mal was anderes machen, ich mache eine Frittenbude auf. Und wie lange machst du das jetzt schon? Seit 1997. Hier in Oberursel? Hier in Oberursel. Da haben wir mal für einen guten Zweck haben wir mal Currywurst-Wettessen gemacht. Wer die meiste Currywurst isst und nicht die schärfste, sondern die meiste. Ja, wenn sich die Leute den Magen vollschlagen, dann geben wir das an guten Zweck. Dann haben wir das an den Weißen Ring gespendet in Oberursel. So, und wie ist jetzt so das Resümee? Jetzt sind wir ja schon am vorletzten Tag vom Hessentag. Wir sind super zufrieden. Wir haben ein ganz tolles Geschäft. An Menschenmengen. Hier vor meiner Bude sind die Leute auf und abgelaufen, schlimmer als auf der Zeil. Wir mussten dann um 2:30 haben wir abgesperrt und haben gesagt, es dürfen nur noch immer zweierweise Leute hier rein. Wenn Bryan Adams kommt, dass es dann ein bisschen Gesinde dazu geht. Ja, Scorpions und Bryan Adams, da sagen wir immer, da sind ja die ersten 3 Reihen bestuhlt, weil die Herrschaften ja ein bisschen älter sind. Und nee, es ist wirklich gestern total toll gewesen. Scorpions haben halt voll im Regen gestanden, wir haben im Trockenen gestanden. Hätten herkommen können, hätten hier singen können, hätten sie auch im Trockenen gestanden, wollen sie aber nicht. Dann wünsche ich dir noch super viel Erfolg, super viel Spaß und Dankeschön. Vielen Dank für das Interview. Jawohl, Dankeschön. Und alle Oschler, bitte, es gibt auch einen Tag wieder nach dem Hessentag und es wird wieder ruhiger, aber dafür haben wir eine ganz tolle Stadt.